Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserer Azubi-Couch. Heute habe ich Christian Buchwald neben mir sitzen. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz selbst vorstellen. Gerne. Hallo, mein Name ist Christian Buchwald. Ich leite die Aus- und Weiterbildung hier im EW-Konzern. Möchtest du Wasser oder möchtest du Kaffee trinken, Christian? Heute gerne kein Kaffee, ich nehme Wasser. Okay, sehr gut. Du sagtest, du leitest die Berufsausbildung bei EWE. Was kann ich mir denn darunter vorstellen, beziehungsweise was sind deine zentralen Aufgaben? Meine zentralen Aufgaben. Auf der einen Seite bin ich verantwortlich für das Thema Aus- und Weiterbildung. Fort- und Weiterbildung klammern jetzt wieder mal bei dem Thema aus. Die Berufsausbildung ist in verschiedene Pakete gegliedert. Das erste Paket ist das Thema Marketing, Ausbildungsmarketing. Hier überlegen wir uns im Team, wie wir auf unsere Ausbildungsgänge und dualen Studiengänge aufmerksam machen, dass sich Jugendliche auf unsere Programme bewerben. Dann schließt sich an das Thema Recruitment. Da müssen wir uns überlegen, was sind die richtigen Systeme, motivierte, engagierte Auszubildenden in den Bewerbungsrunden für uns zu gewinnen. Denn wir haben festgestellt, wenn wir die richtigen motivierten Auszubildenden finden, kriegen wir auch sehr gute Prüfungsergebnisse. Der dritte Bereich dreht sich um das Thema tatsächliche Ausbildung. Hier stehen uns nur knapp 100 Tage pro Ausbildungsjahr zur Verfügung, wo wir nur das transportieren können, was uns praktisch in der EW sehr wichtig ist. Die restlichen Tage sind im Endeffekt sich so vorzustellen, dass Auszubildende in der Berufsschule sind, dass Auszubildende frei haben oder auch Feiertage oder auch Urlaub. Der nächste Punkt ist das Thema Betreuung. Hier beschäftigen wir uns darum, wie betreuen wir die Zielgruppe der Auszubildenden und dualen Studenten, dass sie auch glücklich sind, damit wir sie sehr schnell im Unternehmen integrieren können. Und wir überlegen uns auch, wie soll die Reise nach dem Ende der Ausbildung und nach dem Ende des Studiums bei uns weitergehen. Das klingt ja sehr, sehr vielseitig. Was würdest du denn sagen, was macht dir am meisten Spaß? Am meisten Spaß macht mir die Kommunikation mit allen Zielgruppen, die mit der Ausbildung zusammenhängen. Das fängt bei oben beim Vorstand an, geht über die Führungskräfte bis hin zu den Mitarbeitern. Mit den Ausbildungsbeauftragten sind wir auch sehr viel in Kontakt, also viel miteinander sprechen, das Richtige zu finden. Das macht mir sehr viel Spaß. Teamarbeit innerhalb der Ausbildungsabteilung, auch sehr wichtig, macht mir große Freude. Und das Thema Dolmetscher sein zwischen verschiedenen Generationen. Ja. Berufsstarter sind jung, das ist die eine Generation. Es gibt viele Menschen im Unternehmen aus verschiedenen Generationen und wir müssen die Bedürfnisse immer zwischen den einzelnen Generationen transportieren und auch übersetzen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was würdest du denn sagen, ist das Besondere an der Ausbildung bei EWE? Also warum sollte man gerade eine Ausbildung bei EWE machen? Fangen wir an. EWE ist ein Teil der Energiebranche. Die Energiebranche ist eine sehr sichere Branche. Wir versorgen alle Haushalte mit Strom, Wasser, Gas, Elektromobilität und Telekommunikation. Das braucht jeder Haushalt, also sind wir sehr sicher. Sicherer Ausbildungsplatz in der Branche. Die EWE ist ein sehr innovatives Unternehmen mit sehr viel motivierten, netten Kollegen. Und wir haben insgesamt eine sehr schöne Arbeitsatmosphäre bei der EWE. Gucken wir uns nun das Thema Ausbildung an, haben wir Top-Ausbilder, sowohl in den Fachbereichen als auch in den Ausbildungswerkstätten. Wir haben sehr viele Seminare und Lehrgänge für unsere Nachwuchskräfte. Wir haben ein schönes Rahmenpaket vertraglich bis zum 14. Ausbildungsgehalt. Wir haben für die Kandidaten, die weiter zu uns kommen, wir sind ja ein regionaler Spieler, wenn jemand außerhalb unserer Region zu uns kommt, haben wir ein super Bildungsinternat, wo wirklich die Kandidaten auch neben dem Berufsleben, wo sie einsteigen, auch ein tolles Freizeitvergnügen haben. Und aufgrund dieser ganzen Leistung werden wir jährlich immer sehr gut ausgezeichnet. Stimmt, jetzt neulich ja auch wieder. Genau, also dem kann ich mich auch nur anschließen. Also ich glaube, das spreche ich auch im Namen von allen Auszubildenden, dass wir hier alle sehr glücklich sind. Wenn du jetzt nochmal bei EWE anfangen würdest als Nachwuchskraft, welchen Ausbildungsberuf würdest du dann lernen wollen? Ich persönlich, wenn ich starten würde, wieder neu, nachdenkend, dann würde ich mich für eine technische Ausbildung entscheiden, und zwar als Elektroniker für Betriebstechnik oder Anlagenmechaniker. Denn mit den beiden Ausbildungsgängen hätte ich die Möglichkeit, Inselmonteur zu werden. Das ist ein spezieller Beruf bei der EWE. Das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass auf unseren friesischen Inseln, auf unseren schönen friesischen Inseln, immer der Strom da ist und immer das Gas da ist. Und dort kann man dann auch leben. Und da kann man dann auch leben. Ja. Also man arbeitet und lebt dort, wo normalerweise Leute Urlaub machen. Ja, das ist natürlich sehr gut. Mhm. Das finde ich auch ganz nett. Und jetzt sind wir auch schon bei unserer letzten Frage. Was ist dir denn mal Peinliches während deiner Arbeit bei EWE passiert? Peinlich, da muss ich mal nachdenken. Direkt peinlich würde ich sagen, nein, nichts.
Ich habe Fehler gemacht. Also wir sind alle Menschen, ich mache auch Fehler, das ist ganz logisch. Und ja, Fehler habe ich schon gemacht. Und kannst du sagen, kannst du einen Fehler rauspicken? Welchen Fehler hast du gemacht? Ich habe mich bei gewissen Sachen zu schnell entschieden, habe die falsche Entscheidung getroffen. Kollegen haben mich darauf aufmerksam gemacht. Ich habe das nur mal reflektiert, habe festgestellt, ja, das hast du nicht gut gemacht, das ist dir nicht gut gelungen. Und aufgrund dieser Tatsache und der Analyse habe ich mich dann entschuldigt für die Fehlentscheidung. Wir haben darüber gesprochen, die Entscheidung wurde angenommen und das hat geklappt. Wir haben halt, das kann ich auch sagen, bei der EW eine schöne Fehlerkultur. Fehler sind dazu da, dass man für die Zukunft lernt. Ja, das stimmt. Das ist ja auch in der Ausbildung so. Fehler passieren ja auch in der Ausbildung nicht selten. Und wenn mir dann Fehler passiert, dann gehe ich zu den Kollegen hin und die sehen das als überhaupt nicht schlimm an. Es wird verbessert, neu gemacht und ja, das ist echt sehr gut. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Jetzt sind wir nämlich schon am Ende. Gerne. Und genau, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.